Das WDR3-Forum kommt heute aus dem Santa Clara Keller zu Köln in Zusammenarbeit mit der Jacques-Offenbach-Gesellschaft, der Kölner Jacques-Offenbach-Gesellschaft, dem Kölnischen Stadtmuseum und dem Kulturradio WDR3. Wir wollen uns ein weiteres Mal dem Komponisten Jacques Offenbach widmen, der in Köln geboren wurde am 20. Juni 1819, und fragen nach seinen Spuren, seinen Wegen in diesen Kölner Jahren. Wenn wir an große Komponisten denken, fallen uns meistens auch gleich irgendwie Orte ein. Bonn und Wien, liegt Beethoven irgendwie nahe, Dresden, der eine denkt an Richard Strauss, der andere an Richard Wagner, bei Bayreuth sagt man automatisch Richard Wagner, bei Pissarro vielleicht Rossini, bei Salzburg Mozart, ich könnte so weitermachen, aber ob einem bei Köln sofort Jacques Offenbach einfällt, ich weiß es nicht. Vielleicht ändern wir was mit der Diskussion heute daran. Gäste darüber zu sprechen sind Frau Andrea Tschunke, sie ist die Musikchefin der Kulturwelle WDR3. Bei uns ist auch Niklas Esser, er ist Archivar im Historischen Archiv der Stadt Köln und betreut da unter anderem die Offenbach-Sammlung, was ich zugegebenermaßen gar nicht wusste, dass es die gibt. Das klären Sie uns gleich bitte ausführlich auf. Bei uns ist auch Dr. Ralf-Olivier Schwarz, Musikwissenschaftler, Offenbach-Biograf, und er lehrt an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt. Dr. Mario Kramp, Direktor des Kölnischen Stadtmuseums. Herr Kramp, als dieser Jacques Offenbach in Köln geboren wird, 1819, da ist das noch nicht dieses große Köln von 1880, 90 an Fläche und Bevölkerung. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie so ein Residenznest, oder ist das dann doch schon eine Sancta Colonia von riesigen Ausmaßen? Klären Sie mich auf. Beides nicht. Es ist auf keinen Fall ein Residenznest. Residenznest war es nie. Das unterscheidet es unter anderem von Karlsruhe und solchen geordneten Städten. Es ist eher ein Kleinbürger-Bürgernest, wenn Sie das schon so despektierlich haben würden. Also eine Stadt, die sich selbst organisiert durch ihre Zünfte, hier nennt man das Gaffeln, und die eigentlich 1794 mit dem Ankunft der Franzosen erst das Mittelalter beendet. Ich glaube, das ist ganz wichtig, etwas zugespitzt formuliert, ganz wichtig, das zu sehen. Dann kommt Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und dann kommt ja auch die Emanzipation der Juden, der Protestanten, Gewerbefreiheit etc. Also diese ganze Moderne bricht auf einmal auf, aber die Stadt verändert sich ja nicht wesentlich. Also wir müssen uns 1819 Köln vorstellen, immer noch in den Grenzen der alten Mauer, also heute würde man sagen der Ringe, ja. Deutz gehört nicht dazu. Wichtig, denn da ist der Jacques geboren. Kommen wir noch drauf, ausführlich? Kommen wir noch drauf. Und diese Stadt ist ja nicht, die hat 50.000 Einwohner. 1831 hat sie 66.000. Jetzt würde man sagen, das ist für damals normal, ja. Aber wenn man sich diese Riesenstadt mit dem größten Mauerring Europas anguckt, dann ist die natürlich innerhalb nicht dicht besiedelt. Hier gibt es jede Menge Gärten, hier gibt es Wein, wurde hier angebaut, was man so gar nicht weiß. Und es gibt so Klosterimmunitäten da mittendrin. Also es ist so etwas, eine halb besiedelte oder dünn besiedelte ehemalige mittelalterliche Megacity, die jetzt so etwas vor sich hindämmert und gerade so einen schönen Schub gekriegt hat. Die Franzosen sind noch da. Die sind weg. Die sind 1814 endgültig weg. Wir sitzen in einem historischen Kellergewölbe, das, glaube ich, auch der Säkularisierung zum Opfer gefallen ist und lange Jahrhunderte eigentlich ein Klosterkeller war, richtig? Ja, Kaspar Krämer, herzlichen Glückwunsch, du bist der Säkularisierungsgewinner. Ne? Ralf-Olivier Schwarz, bleiben wir noch mal eine Sekunde da, zentrale Komponistenpersönlichkeit des 19. Jahrhunderts, wenn Sie nicht müde zu sagen, der Mozart Frankreichs, habe ich gelesen, ich weiß nicht, wer es war, war es Rossini oder wer hat es gesagt? Man schreibt es Rossini zu, Offenbach den Mozart der Champs-Élysées genannt zu haben, genau. Lassen Sie uns, fantasielos wie ich bin, ruhig bei diesen Anfängen mal anfangen. Wir haben gesagt 1819, ich habe in einem Radiobeitrag, natürlich WDR3 in der Tonart, in einer sehr schönen Reportage gehört, wie Sie über den Friedhof in Deutz gegangen sind, den großen jüdischen Friedhof. Und als ich da war, habe ich nicht schlecht gestaunt, der ist nämlich richtig, richtig groß. Ja, und richtig schön vor allem auch. Also es ist ein traumhafter Ort, wenn ich es mal sagen darf. Es ist auch ein Ort, den man vielleicht in dieser Form in doch stark zerbombten und ich möchte mal sagen, behelfsmäßig wieder aufgebauten Köln so nicht erwarten würde, schon gar nicht nach der Nazi-Barbarei. Aber es ist einer der authentischsten Offenbach-Orte vielleicht überhaupt. Und Sie haben sogar gesagt, es sei ein sprechender Ort. Warum? Naja, er spricht schon mal schlichtweg auch durch seine Gräber. Wir haben hier das Grab Isaac Offenbachs, also des Vaters Jacques Offenbachs und in jeder Hinsicht auch prägenden Vaters.
Wir haben, was wir erst seit kurzem tatsächlich wissen, auch das Grab der Mutter Jacques Offenbachs. Wir haben es immer vermutet, aber jetzt haben wir auch scheinbar wohl Gewissheit. Und wir haben, das kann ich jetzt auch sagen, offensichtlich auch das Grab der Schwester, der Lieblingsschwester Jacques Offenbachs, die er noch bis zuletzt, bis ein Jahr vor seinem Tod, immer wieder auch gerne besucht hat hier in Köln. Es ist also ein Ort, der im Grunde genommen Jacques Offenbach an Köln zurückbindet. Bei seinem letzten Besuch in Köln 1879, ein Jahr vor seinem Tod, war es offensichtlich ein Anliegen für ihn, ausdrücklich an diesem Ort zu beten. Denn das ist das, was die Literatur hergibt, dass es sein Wunsch war, zu diesem Zeitpunkt dort zu beten. Ich darf daran erinnern, dass er zwar als Jude hier in Köln geboren wurde, aber dass er 1844 konvertiert ist zum katholischen Glauben, nicht aus irgendwelchen emanzipatorischen oder Anpassungsgründen, sondern im Wesentlichen doch, um seine Frau, die katholische Spanierin war, heiraten zu können. Es hat ihn mitnichten daran gehindert, eben als Jude nochmal diesen Ort zu besuchen. Es ist offensichtlich doch eine Wurzel für ihn, schlicht und ergreifend, im wörtlichsten Sinn. Also es ist im Boden, im kölnischen Boden, Offenbach noch nach wie vor da. Also es ist dieses Grab. Und es ist ein ganz sprechender Ort, weil auch diese großen Bäume da im Grunde genommen sowas wie ein Gewölbe geradezu schaffen über diesen wunderschönen Friedhof. Und für mich ist das definitiv so eine Art Blick in die Vergangenheit. Vor allem etwas, was man vielleicht gar nicht mal bei Offenbach vermuten würde. Wir haben alle diese Bilder von Paris, von irgendwelchen, dieser Eiffelturm, der dann auch bei jeder zweiten Inszenierung dabei ist, der bekanntlich aber erst nach Offenbachs Tod entstanden ist und dergleichen mehr. Also diese gesamten sprechenden Bilder, die wir so mit Offenbach verbinden, der Amüseur des Zweiten Kaiserreichs, und dann haben wir plötzlich da einen ganz anderen Ort. Der spricht eine ganz andere Sprache und deshalb sprechend eben. Herr Isser, Sie betreuen die Jacques-Offenbach-Sammlung. Klären Sie mich und unsere Hörer im Land auf, was ist das, wo kommt die her? Sie ist nicht, haben Sie mir in einem Vorgespräch erklärt, ein Nachlass, sondern eine Sammlung. Was beinhaltet diese Sammlung? Ja, vielen Dank für die Frage. Zunächst einmal freue ich mich darüber, dass Sie die Frage ein bisschen, also im Präsens formuliert haben. Es ist ja nun mal so, wir alle wissen um das Schicksal des historischen Archivs und lange ist natürlich auch nicht ganz klar gewesen, was mit der Sammlung geschehen ist. Heute können wir sagen, sie ist zu großen Teilen erhalten geblieben, in sehr guten Zustand. Gerne werde ich Sie darüber aufklären, was Sie in der Sammlung Offenbach zu erwarten haben. Zunächst mal kann man vielleicht sagen, seit wann es sie gibt, weil Sie eben meinten, es war Ihnen unbekannt, dass es eine Sammlung Offenbach im Historischen Archiv gibt. Der Grundstock wurde gelegt bereits 1957. Das ist sowieso ein interessantes Jahr. Ich kann vielleicht später nochmal auf dieses Jahr kommen. 1957, wenn man bedenkt, dass die Nachkommen Offenbachs auf dem Nachlass Jacques Offenbachs bis ungefähr Anfang der 1940er Jahre die Hand hatten, ist das eigentlich schon sehr interessant, dass ab 1957 im Grunde genommen, also kurz 16 Jahre nachdem die Nachkommen anfangen, den Nachlass zu veräußern, so muss man das eben sagen, teilweise auch bis hin zum Zerfleddern. Das zeigt sich halt auch in dem, was wir halt haben, teilweise Einzelseiten oder so etwas und einzelne Skizzen, wo nicht mehr genau klar ist, woher die eigentlich kommen, wahrscheinlich aus Skizzenbüchern oder dergleichen. Die Rekonstruktion ist unglaublich schwierig. Wir sprechen von einer Sammlung, weil wir die Unterlagen, also die Autographe, also die handgeschriebenen Unterlagen Offenbachs, also da zählen vor allem eben Briefe zu, da zählen vor allem eben Notenmanuskripte, eben die besagten Skizzenbücher zu, sowohl was Instrumentalwerke angeht, als auch Bühnenstücke, also wir haben beides auch, haben wir nicht direkt von Offenbach bekommen. Wir im Archiv reden immer gerne von der Provenienz, oder das ist eigentlich unser Kernwort, Provenienz. Ja, das bedeutet im Grunde genommen, wir archivieren nach der Herkunft, wenn man so will, nach dem Entstehungsort der Unterlagen. Jetzt könnte man sagen, naja gut, die Autographen stammen ja aus Offenbachs Feder und auch aus seinem Nachlass. Ja, das ist richtig. Trotzdem ist es eine Sammlung, weil sie eben nicht geschlossen in sich an uns
gegeben worden ist, sondern eben mit viel Mühe und viel, mit viel Fortune. Natürlich. Die Sammlung hat also selber eine Sammlungsgeschichte, könnte man sagen. Ja, eine Herkunftsgeschichte. Ja, auf jeden Fall, natürlich. Also es ist jetzt nicht, es ist nicht für selbstverständlich gewesen, dass diese Sammlung, so wie sie heute auch noch im historischen Archiv existiert, nach Köln gegangen ist. Das ist ein Ergebnis harter Sammlertätigkeit gewesen. Ja? Wie gesagt, also die Sammlung selber setzt sich zusammen aus vier, Sammlungskomplexen. Also es gab Privatpersonen, die Autographe, aber halt auch weiterführende Materialien, zeitgenössische Literatur beispielsweise, Theaterzettel und Programme, Karikaturen und so weiter und so fort, Textbücher, Klavierauszüge, Notendrucke, das alles, was ich gerade aufzähle, ist auch noch da, gesammelt haben. Und diese vier Sammlungskomplexe sind in Abständen 1957, 1961, 1980 und die letzte ganz große Sammlung 1989 ans Historische Archiv gekommen. Interessant daran ist, wir haben begonnen mit den historischen, authentischen Spuren. Wir werden immer wieder darauf zurückkommen. Köln 1819, historischer jüdischer Friedhof in Deutz, wäre allein schon ein hochinteressantes Thema. Herr Esser hat uns aufgeklärt über Sammlungsgeschichte. Eine weitere Spur, Frau Tschunkel, ist bei Ihnen. Sie haben sich in den letzten Wochen intensiv mit Musikwerken Offenbachs befasst, die gar nicht so bekannt sind in der Öffentlichkeit und auch zur Rundfunkgeschichte gehören, von denen Sie, glaube ich, selber gar nicht wussten, dass Sie auf solchen Schätzen sitzen. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ich habe mir unser Archiv angeschaut und das Stichwort Offenbach eingegeben, war sehr erstaunt, dass mir die Archivdatenbank über 400 Titel ausgespuckt hat. Und musste feststellen, dass der WDR unglaublich viel Offenbach-Werke eingespielt hat, also selber produziert hat. Über die letzten Jahrzehnte? Über die letzten Jahrzehnte. Und ich kann Ihr Datum, Herr Esser, sogar noch toppen. Die WDR-Geschichte mit Offenbach beginnt 1950. 1950 ist die erste Einspielung von Hoffmanns Erzählungen. Das war die erste Oper, das erste Musiktheaterwerk, was der WDR selber produziert hat. Läuft als historische Aufnahme, ist ein bisschen schwierig zu senden, weil es doch sehr knistert und rauscht. Ich finde es trotzdem ein hochinteressantes Dokument mit Rudolf Schock und mit Martha Mödel, also mit den ganz Großen. Dann ging das weiter in den 50er Jahren und so die Hochzeit der Offenbach-Produktion bei uns war in den 80er, 90er Jahren bis 2000 ungefähr, lag auch an handelnden Personen. Es gab einen sehr Offenbach-verrückten Redakteur, den Herrn Schortemeier, der selber auch Performer war, und der hat tatsächlich einen Offenbach, einen Akter nach dem anderen produziert, die ich in meinem ganzen Leben noch nie gehört habe, und die sind wirklich sehr großartig. Also wir haben Aufnahmen der großen Operetten wie Gerold Stein oder Banditen, aber eben auch so ganz kleine, die schöne Lurette und Apotheker und Friseur oder eine, die ich dann nächste Woche sende, die Hanni weint, der Hansi lacht, ganz, ganz köstlich mit Heularien und mit aberwitzigen Verkleidungen. Also eine Komödie, wo es wirklich so rauf und runter geht und das ist sehr komisch. Ist alles auf Deutsch. Das ist für uns jetzt als Radiomensch ein bisschen merkwürdig, weil wir achten eigentlich bei Aufnahmen, die wir senden, auf eine Authentizität. Also die französische Sprache finde ich eigentlich auch gesanglicher. Nur das geht dann auf Kosten der Textverständlichkeit. Und deswegen war das damals die Entscheidung, wir machen das alles auf Deutsch, die Gesangstexte als auch die Sprechtexte. Und ist ungewöhnlich für unsere Ohren. Wir senden vier von diesen Einspielungen nächste Woche, kann ich also ein bisschen für werben, sind sehr, sehr, sehr tolle Schätze aus unserem Archiv. Und die modernen Medien erlauben über Mediathek das sowieso zeitversetzt jederzeit abrufen zu können. Aber das ist ja auch schon eine Entdeckung, die Sie im Grunde aus dem Archiv holen. Das heißt, wir haben ja auch eine Geschichte der Verkennung oder des Vergessens oder auch des Wiederentdeckens. Ich meine, das ist ja nicht uninteressant. Herr Esser. Ja, ich möchte da gerne mal ein Beispiel nennen. Also mir ist bekannt, 1991 hat in Kooperation mit dem WDR eben die Rekonstruktion der einzigen in Köln, naja, ich sage wirklich jetzt mal uraufgeführten Oper. Es gab natürlich einen französischen Vorgänger, der dann auch in Frankreich uraufgeführt war. Es gibt dann eine deutsche Bearbeitung, die zweimal aufgeführt worden ist, nämlich am 9. und am 11. Januar 1849, nämlich Marielle. Und diese Marielle ist im Grunde so ein Knackpunkt in Offenbachs Beziehung auch zu Köln. Das ist eine ganz interessante Geschichte dahinter. Und diese Partitur oder Fragmente dieser Partitur sind in der Sammlung Almeida. Almeida. Almeida.
Dankeschön, Almeida zu uns gelangt und konnte eben dann schon in Teilen rekonstruiert, nicht vollständig, aber doch in großen Teilen rekonstruiert werden. Und ist, glaube ich, im Rahmen der niederrheinischen Musikfeste entstanden. Ja, und auch eine tolle Sache. Klar, natürlich, Archivmaterialien sind die Grundlage für solcherlei Tätigkeiten. Das ist vollkommen klar. Ich würde gerne noch eine Sekunde bei 1819 bleiben und vor allem auch den Vater ins Spiel bringen, weil das habe ich im Laufe der Beschäftigung gemerkt. Wer sich mit Jacques Offenbach beschäftigt, muss zwangsläufig sich auch intensiv mit Vater und Familie befassen. Auf die Gefahr hin, mit Vorurteilen zu jonglieren, Herr Kramm, ist das eigentlich eine Zeit, in der es schon sowas wie Karneval gibt? Ja. Und zwar spätestens seit 1823, der erste offizielle Rosenmontagszug, das festordnende Komitee. Aber das hat ja eine Vorgeschichte und die ist auch für Offenbach nicht ganz unwichtig. Da gründet sich in Köln die Olympische Gesellschaft. Oh, was in der Unterwelt, ich höre dir trapsen. Da ist der Wallraff drin, da ist der Noël drin. Also die großen Kulturträger, würde man heute vielleicht sagen, der Stadt, die dieses Thema, wir müssen den Karneval wiederbeleben, der ja nie ganz ausgestorben war, der auch unter den Franzosen teils verboten, teils erlaubt und der meandert sozusagen so halb untergründig durch Köln und bekommt dann seinen großen Auftritt 1822. Dazu gehören aber auch noch andere Sachen. Die diversen Menschen, ganz wichtig, heute ist das Cecilia Wolkenburg, das wissen wir alle. Damals gab es das verschiedene Gesellschaften, die die betrieben, geschrieben haben. So Leute wie den Noël und andere haben dazu die Texte geliefert. Karl Leibel, das ist ja der Leiter der Domkapelle gewesen, hat dazu die Musik geschrieben. Man muss sich das vorstellen als ja, so ein Mittelding zwischen Jahrmarkt, Boulevard, Komödie und Parodie. Und das ist eine ganz wichtige Sache, die spielt eine Rolle. Eine Rolle spielt auch das Hennesschen-Theater. Entschuldigen Sie, wenn ich jetzt so ausführlich werde. Das Hennesschen-Theater seit 1802 in Köln, also eine typische Schöpfung aus der Franzosenzeit, mit ihrem Stammpublikum aus Knollendorf, die ja schon an sich nach Parodie schreit und Parodie ist. Hennesschen und Bärbelchen und Bestefar und Bestema oder Maritzebill, die kennen wir alle. Natürlich auch die Funktion des Wachmanns, ja, der zunächst ja ein Französischer ist, als Monsieur Amtmann oder Herr Kommissär, wie es so heißt, und dann ein Preußischer wird mit Pickelhaube. Also auch das spielt diese Veräppelung, dieses Aufkornnehmen der Obrigkeit spielt eine ganz große Rolle. Ich könnte noch andere Sachen nennen, aber ich glaube, dabei belassen wir es erstmal. Also wunderbar, Sie sind Gold wert, weil hat er recht, lieber Herr Schwarz, 1830 treten die Offenbach-Kinder im Gümnicher Hof auf, da gibt es so ein Blatt, das heißt, Deutz war, ich sage jetzt mal etwas ungeschützt, Herr Kramp, so eine Art Vegas. Ja, Vergnügungsviertel. Ja, klar. Das heißt, da sind die in diesem Kreuzfeuer aus diversen Menschen und Karneval und heiterem Lebensstil groß geworden oder ist das falsch? Also wenn ich die Quellen hätte dazu, würde ich es Ihnen ausführlich sagen, ob das richtig oder falsch ist. Ich habe aber keine Quellen. Ich glaube, wir alle haben keine Quellen dazu, die uns klar sagen würden, die Kinder Offenbach sind zum Hennesschen gegangen oder haben dies oder jenes diverse Menschen besucht. Das wissen wir alles nicht. Es tut mir leid, es so sagen zu müssen, aber der Kölner Karneval ist für meine Begriffe im Zusammenhang mit Offenbach etwas überbewertet. Schlicht und ergreifend deshalb, weil wir es hier mit Juden zu tun haben. Natürlich leben die in der Stadt, in der dieser Karneval stattfindet. Aber wir haben es doch auch mit einem jüdischen Karneval unter Umständen zu tun, mit Purim. Wir haben es doch vielleicht auch mit ganz anderen Traditionen zu tun, die jetzt eben nicht mal katholisch sind. Der Karneval ist bekanntlich eine katholische Angelegenheit zunächst mal. Und ich bin mir nicht sicher, ob da wirklich dieser Schritt zu schnell gemacht wird. Das ist eine Forschungstradition in Deutschland. Das ist eine Forschungstradition, sich da eben eine Linie herzustellen. Der Vater war doch 1816, wenn ich es richtig weiß, von Deutz nach Köln rübergezogen, richtig? Ja. Genau. Aber ist das nicht ein Zeichen auch für Emanzipation? Der war ja auch ein reformwilliger Mann. Also naja, zunächst mal ist es ein Zeichen dafür, dass schlicht und ergreifend man jetzt eben tatsächlich auch als Jude sich in Köln linksrheinisch eben auch ansiedeln durfte, nachdem das jahrhundertelang eben nicht möglich gewesen war. Das war ja der Grund dafür gewesen, dass er in Deutz sich angesiedelt hatte, wie ja überhaupt die Deutzer jüdische Gemeinde doch eigentlich
die große und, ich sage jetzt mal platt, die Kölner jüdische Gemeinde war jahrhundertelang, weil es eben in Köln keine jüdische Gemeinde geben durfte. Ist ja kein Zufall, dass die jüdische, jüdische Synagoge direkt am Rhein auf Köln geschaut hat. Es war im Grunde genommen der schnellste Ort dann eben, wenn man tagsüber in Köln zu tun hatte, das durfte man als Jude, man musste eben nur nachts oder abends zurückkommen nach Deutz. Und dafür zahlen, natürlich. Und dann ging das eben recht schnell, wenn man in Deutz war, wenn man nicht extra bis Mülheim oder wo auch immer hinfahren musste. Nun, dass er dann eben in Köln sich ansiedelt, das ist schlicht und ergreifend Gesetzeslage. Er darf es 1816. Vorher ist es nun mal schwierig gewesen. Und hat auch einfach nicht die Tradition. Ist ja nicht so, weil jetzt plötzlich die Tore aufgehen, dass alle Juden plötzlich nach Köln ziehen wollen, nachdem die gesamte Infrastruktur, Gemeinde und alles, was dazugehört, wir reden ja auch von sozialen Institutionen und dergleichen, Traditionen auch einfach. Ich verstehe Sie aber recht. Sie sagen, meine Vermutung, meine vorurteilsbeladene Vermutung, das mit dem Karneval ist überbewertet, da müssen wir ganz vorsichtig sein. Mit dem Kölner Karneval, Vorsicht. Also ich sage mit dem Kölner Karneval. Es gibt nämlich noch einen anderen Karneval, aber dazu kann ich vielleicht später noch was sagen. Jetzt haben wir endlich ein Streitthema gefunden. Wir haben ja eben vor der Veranstaltung überlegt, wo können wir vielleicht so einen kleinen Konflikt aufmachen. Nein. Der wäre hier, Ralf Olivier. Es stimmt, es ist in der deutschen Forschung, seit Hänsel und wie sie alle heißen, ist das ein gängiges Ding. Er war beeinflusst vom Kölner Karneval. Ja, das ist zu schnell geschossen, wir wissen nicht, real, da hast du völlig recht. Oder es sei denn, ihr habt es in den Quellen, lieber Niklas Esser, an was er genau teilgenommen hat. Aber wenn ich mir doch anschaue, wie der Isaak seine drei Kinder in den Kneipen spielen lässt, ja, die Isabella und den Jules und den Jacques oder den Julius und den Jakob, wie man sie immer nennen möchte, die waren doch in diesem Leben eingetaucht. Es wäre doch mit dem Teufel zugegangen, wenn das völlig an denen vorbeigezogen wäre. Das habe ich glaube, du gesagt. Hast recht. Ich glaube, du hast recht, das Purimfest, das sind Sachen, die wir bis jetzt nicht betrachtet haben, auch aus bestimmten Forschungstraditionen raus nicht betrachtet haben, was ich auch falsch finde. Aber zu sagen nun, wir können es gar nicht nachweisen oder wissen gar nicht, ob, also das ist mir ein bisschen zu wenig. Mir geht es ja eher um eine Bewertung. Ich sage nicht, dass, natürlich müssen die Kinder Offenbach den Kölner Karneval irgendwie auf irgendeine Art und Weise miterlebt haben. Da führt natürlich in so einer Stadt kein Weg dran vorbei. Das wollte ich damit sagen. Sie müssen aber auch, ja, aber sie werden eben auch deutlich mehr miterlebt haben, sowohl in Köln als auch in Sachen Karneval. Vielleicht kann ich es eben doch schon sagen. Der große Karneval im 19. Jahrhundert, zumal in den 1820er, 30er Jahren, ist ja nicht der Kölner Karneval. Der Kölner Karneval ist im Grunde genommen doch erst wieder im Entstehen. Und Köln, die Zahlen sind ja eben gefallen, ist nun mal keine so große Stadt. Ja? Die große Stadt, in die Offenbach gehen wird, ist nun mal Paris. Und da ist der große Karneval. Und da ist der große Karneval. Lesen Sie mal Ihren Balzac. Meine Güte, es ist unglaublich, was da los gewesen sein muss. Und das wissen wir eben auch, dort war Offenbach. Wir wissen es schlichtweg deshalb, weil wir die Abrechnungen haben aus den Opern, aus den Theaterhäusern, wo er nun mal musiziert hat, und zwar zu welchem Anlass? Ja, zu den Karnevalsbällen. Und diese Karnevalsbälle werden ja auch von rheinischen Autoren aufs Präziseste beschrieben, allen voran Heinrich Heine. Das ist phänomenal, wie Heine den Pariser Opernball beschreibt, wenn, ich glaube, er formuliert es dann so, dass der Beelzebub durch die Decke steigt, nachts um zwei. Also es ist phänomenal, wie das dazu gegangen sein muss. Und man weiß auch, dass die Pariser Oper jedes Mal im Grunde genommen gucken musste, dass sie wieder ihren Boden irgendwie zusammengestückelt bekommt. Zum Teil musste da je nach jedem Karnevalsball ein neues Parkett verlegt werden, so muss es dazu gegangen sein. Also solche Dinge weiß man einfach. Das hat man auch quellenmäßig verbürgt. Wir haben es in Köln schlichtweg mit jemandem zu tun, der 1833 als 14-Jähriger weggeht und da kann er schlicht und ergreifend noch nicht so viel davon mitbekommen haben. Herr Schwarz, Sie machen es mir leicht, dass Sie Heine ins Spiel bringen, weil der uns noch ein bisschen begleiten wird, so als Parallelfigur, auch wenn er ein bisschen älter ist. Der hat nämlich seiner Geburtsstadt Düsseldorf, auch als er in Paris war, noch ein sehr liebevolles Andenken bewahrt. Gibt es eine ganze Reihe von Gründen für. Er hat an seine Mutter in Hamburg gedacht, er hat an seine Schulzeit gedacht, er hat an Napoleon gedacht. Über Köln nur Böses. Richtig, nur Böses. Dafür hat er aber Deutschland ein Wintermärchen geschrieben. Wunderbar, die Passage über Köln. Ist eine andere Sendung, Herr Kramp. Worauf ich hinaus will, gibt es, Frau Schunke, eigentlich Kölner Spuren im Archiv bei den Musikstücken mit irgendwelchen Bezügen? Ausdrücklich wahrscheinlich nicht, oder?
Also ich bin bei meiner Recherche auf ein ganz interessantes Feature gestoßen von 1953, also auch schon sehr alt. Fiel auch in die Zeit rein, wo in Köln, es war glaube ich noch vor der Diskussion im Rat der Stadt Köln, wo diskutiert wurde, wie nennen wir denn jetzt diesen Platz. Ja, und fand ich also auch erschütternd, dass es da Menschen gab, die sagten, nee, also Offenbach nennen wir nennen den nicht Offenbachplatz, das ist nicht würdig genug und wir wollen doch lieber einen alten deutschen Meister haben. Ja, jedenfalls. Und bei uns, also ich sage jetzt bei uns, bei WDR 3 im Radio, lief ein Stück über Hausmusik im alten Köln um 1850. Und da wurden Komponisten vorgestellt wie Hiller, die bedeutsam waren für Köln. Und eben auch, und der Sprecher sagte dann, jetzt kommt Musik des bedeutendsten in Köln geborenen Komponisten, Jakob Offenbach. Und daran sind zwei Dinge bemerkenswert. Erstens, dass man damals 1953 als Journalist gesagt hat, es ist der bedeutendste Kölner Komponist. Und das Zweite, dass er gesagt hat, Jakob Offenbach und nicht Jacques Offenbach. Und dann hat er ich hätte jetzt Offenbach nicht mit Hausmusik zusammengebracht, ganz ehrlich. Also das wäre jetzt nicht so das Genre, wo ich dachte, da ist Offenbach ganz groß. Aber er passte in diese Sendung gut rein, denn es wurde ein Lied von ihm vorgestellt, wurde gespielt, Bleib bei mir. Und der Sprecher erzählte, das ist der Hit gewesen, 1848 hat er komponiert, war irgendwie 6000 Mal wurde das verkauft. Und das passte nicht ganz zu dem, zu diesem ständigen Frust, Offenbach ist gekommen. Er war ja dann noch ein paar Mal in Köln und hat versucht und eine Aufführung gemacht und keiner war da von der Presse und dann ist er irgendwie mehr oder weniger beleidigt. Und das wurde immer schlimmer von Jahr zu Jahr und deswegen hat er Köln auch abgeschrieben. Und jetzt gibt es dieses Lied und es ist offensichtlich doch ein Erfolg gewesen. Dann dachte ich, naja, vielleicht mit diesem Zorn von Offenbach auf Köln, vielleicht muss man das auch ein bisschen relativieren. Herr Schwarz, Sie haben vorhin gesagt, er kommt kurz vor seinem Tod nochmal wieder. Aber was ist in den Jahren dazwischen? Hat er seine Kölner Wurzeln mitgenommen oder im Zuge seines sozialen Aufstiegs bewusst abgestreift? Tja, wenn ich das so Ihnen klar beantworten könnte, Sie lassen mir da eine Alternative, die ich so nicht mitnehmen möchte. Ich glaube, man kann sehr wohl seine Wurzeln mitnehmen, auch wenn man im Laufe der Jahre vielleicht schlicht und ergreifend immer weniger davon spürt. Ja, meine Frage ist, hat er Köln den Rücken gekehrt? Nein, er ist ja nach Paris gezogen und als er dort ankommt, zieht er ja in die Rue des Martyrs, Nummer 23. Das ist übrigens ein Haus, in dem dann noch ein paar Jahre später Heine wohnen wird. Und in diesem Haus befindet sich eine Mansarde, heute würde man sagen eine Studenten-WG, ja, also unter den Mansarden. Und dort trifft er Kölner Freunde schlicht und ergreifend, Mitstudenten, die Lütgen-Brüder, die auch aus Köln stammen, auch Musiker sind. Und der Vater Lütgen ist wiederum ein Freund Isaac Offenbachs. Lütgen ist Geiger, wenn mich nicht alles täuscht, an der Domkapelle. Da haben wir auch da einen Bezug wieder. Das finde ich mit das Spannendste an dieser Figur. Isaac Offenbach, ist natürlich gibt es diese Verbindung zwischen Musikern, unter Musikern über konfessionelle, religiöse Grenzen hinweg. Er ist Jude, er ist auch in seinem jüdischen Element als Kantor ganz stark, aber er ist natürlich auch in der Domkapelle tätig. Das wiederum würde jetzt eher dafür sprechen, dass er natürlich auch den Karneval kennt. Mir ging es ja auch nicht darum, ihn zu sagen, er kennt ihn nicht. Mir geht es darum zu sagen, er kennt noch mehr als den Kölner Karneval, deutlich mehr. Und dieses Mehr findet er eben weiterhin in Paris. Er ist in Paris mit seinen kölnischen Freunden unterwegs. Er wird die nächsten Jahre immer mal wieder auch nach Köln kommen. Er bringt immer mal wieder auch gewisse Konzerttourneen auch hier in der Nähe. Er wird auch hier zum Beispiel relativ prominent musizieren, etwa mit Franz Liszt oder anderen Größen der Musik. Und er wird natürlich auch, das bereits eben angeklungen, 1848 hierher fliehen, geradezu nach Hause fliehen, als in Paris im Februar die Revolution ausbricht, packt er seine kleine Familie zusammen und meint, er kommt in Sicherheit in Köln an. Ja, wenn man im Februar in Paris flieht, dann kommt man eben im März in Deutschland an und im März geht es ja bekanntlich in Deutschland genauso weiter, wie es im Februar in Paris angefangen hat. Also kurzum, das ist im Grunde genommen auch da ein Fiasko für ihn. Er landet vom Regen in der Traufe und es sind immer so ein bisschen auch, ich sag mal, die Umstände, die vielleicht ihn mit Köln so ein bisschen Schwierigkeiten bereitet haben mögen. Aber es ist nicht so, dass er der Stadt gänzlich entwöhnt wäre. Entwöhnt nicht, wahrlich nicht. Nee, er hat ja nach wie vor Familie hier. Bis zuletzt wohnt ja seine Lieblingsschwester Netta hier. Gelegenheit für Herrn Esser, dazu so was zu sagen?
Ja gut, ich meine, Herr Schwarz ist da der größere Experte, aber ich finde ja auch interessant, als er dann 1848 wieder nach Köln kommt, wie schnell er ja eigentlich auch wieder Konzerte gibt und sich im Prinzip in Strukturen wiederfindet, die ja irgendwie da sein müssen. Ja, wie gesagt, er ist zeitlebens eigentlich ein Komponist gewesen, davon zeugen ja unsere Quellen halt auch, der ein unglaubliches Arbeitstempo gehabt haben muss, also der absolute Oberwahnsinn, sage ich jetzt mal, was wir da teilweise im Archiv auch für Klopper haben. Also da hätte ich wahrscheinlich Jahre für gebraucht und der schreibt das oder komponiert das innerhalb von, weiß ich nicht, ein paar Wochen. Wirklich sehr beeindruckend. Alleine schon als Zemelie das zu sehen, ja, also weniger jetzt als Musikwissenschaftler, der das aufarbeiten will oder eine Rekonstruktion oder so etwas. Ganz kurze Gelegenheit, Herr Schwarz, stimmt das eigentlich? Sind es 140 Werke oder sind es 400? Also ich lese unterschiedliche Mengenangaben, Zahlen. Das Problem ist, dass wir einfach Schwierigkeiten haben zu definieren, was eigentlich überhaupt ein Bühnenwerk ist bei Offenbach. Aha. Also diese 140 beziehen sich in der Regel auf Bühnenwerke. Nun gibt es eben auch eine ganze Reihe von Werken, die so halb szenisch sind, die vielleicht für den Salon gedacht sind, aber trotzdem szenisch. Ordnen, wo ordnen wir die noch viel ein? Offen. Entschuldigung, Herr Esser, passte nur gerade, war wichtig, weil das geistern die verrücktesten Zahlen durch die Literatur. Ja, genau. Was ich aber noch zu einer Sache oder eine Frage vielleicht, die ich mir selber halt auch die ganze Zeit stelle, die ich natürlich auch gestellt bekomme und sie nicht beantworten kann, ist vielleicht ein bisschen hypothetisch, aber wäre denn Offenbach oder Offenbachs Musik ohne seine Kölner Wurzeln dieselbe geworden? Ganz blöd gesagt. Ich meine, nehmen wir jetzt einfach mal das Jüdische, das bleibt ja im Grunde genommen. Nehmen wir mal nur, setzen wir Offenbach mal in eine andere Stadt. Wäre die Musik dann oder seine Affinität vielleicht auch für karnevaleske Geschichten die gleiche geblieben? Ich meine, klar, das ist eine reine, kann man nur spekulieren, aber. Also ich bin ja kein Kölner und vielleicht wäre es in Düsseldorf anders geworden, ich weiß es nicht. Aber natürlich kommt da einiges zusammen, schlicht und ergreifend an kulturellen Einflüssen. Die Frage ist nur, welche jetzt prägend sind. Welche Einflüsse sind jetzt wirklich prägend? Ist es wirklich so, wie die Forschung, zumal die, ich sag mal, nationalistisch geprägte Forschung, es gab ja eine nationalistisch geprägte Forschung jenseits des Nationalsozialismus, wo man versucht hat, alles, was irgendwie nach deutscher Musik ansatzweise nur klingen konnte, weil es eben in Deutschland stattgefunden hatte, eben auch für Deutschland zu reklamieren. Und so argumentiert häufig zum Beispiel Anton Henseler, der 1930 bereits die Standardbiografie eigentlich vorgelegt hatte, auf die sich dann später Siegfried Krakauer berufen wird. Anton Henseler reklamiert sozusagen Offenbach jedes Mal wieder so in den deutschen Kulturkreis hinein. Ja, mit jedem Detail, das er irgendwie aufgreift in den Rhein-Nixen, dann ist es natürlich sofort der Rhein, das ist das Entscheidende gewesen für Offenbach. Oder dann kommt er dann eben mit dem Karneval daher. Natürlich zeigt er dann irgendwie. Heine sprach vom Rhein als Europas Jordan, ne? Der sozusagen die liberale westliche und Paris als das Jerusalem trennte. Also man darf das auch nicht falsch konnotieren. Das war schon auch ein Grenzfluss, ein wichtiger, ne? Herr Kramp. Ich widerspreche jetzt schon wieder, Herr Schwarz. Das ist doch wunderbar. Weil das so viel Spaß macht. Henseler reklamiert ihn, glaube ich, nicht in erster Linie für Deutschland, sondern in erster Linie für das Rheinland. Und das ist doch ein Unterschied. Nicht, weil ich jetzt auf der richtigen Rheinseite immer geblieben bin, sondern einfach von der. Ich mache es umgekehrt. Ihre Frage, Herr Esser. Können wir uns wirklich vorstellen, Jacques Offenbach als Königsberger oder Hannoveraner? Ich würde sagen, schwer. Mit viel Fantasie und gewissen Sachen vielleicht schon. Ich glaube, es kommt noch etwas anderes dazu. Das ist, dass Offenbach immer aus einer Minderheitenposition heraus gelebt hat. Minderheit als Jude, Minderheit als Ausländer in Paris. Da muss man auch darüber reden, noch vielleicht, wie die Situation da war. Also das waren ja in Paris, ist glaube ich 1830, hat man so 7000 Deutsche. Und 1848 sind es schon 62.000. Das ist die größte nationale Minderheit. Jeder dritte Ausländer in Paris ist Deutscher. Und was ist? 80% oder 90% davon sind einfachste Handwerker, ungelernte Arbeiter,
Hausmädchen zuge Frauen, ich weiß nicht was. Also kurz gesagt, die Araber des 19. Jahrhunderts, wenn man es auf den Punkt zugespitzt formulieren möchte. Und unter diesen sind die Intellektuellen und die Musiker vielleicht 10-20%. Auch da ist er eine Minderheit in der Minderheit. Und das Erstaunliche ist für mich einfach, dass der es schafft im Zweiten Kaiserreich. Ich wage mich jetzt ein bisschen vor, aber den Mainstream sowas von zu treffen, gleichzeitig zu karikieren und zu bedienen, als jemand, der das Ganze von innen wie von außen sieht. Ich möchte noch mal ganz kurz diese Frage aufwerfen, ob er jetzt wirklich aus Hannover oder aus Königsberg hätte kommen können. Es gibt einen ganz banalen Grund dafür, dass ein Offenbach nie aus Hannover oder Königsberg hätte kommen können. Und das sage ich jetzt nicht, um Köln besonders toll zu machen, sondern ich sage es ganz banal. Wenn er aus Hannover oder aus Königsberg gekommen wäre, wäre er nie nach Paris gegangen. Schlicht und ergreifend. Das heißt, die Verbindung von Köln und Paris ist doch das Entscheidende. Nicht die Verbindung nach Köln allein oder die Verbindung nach Paris allein. Die Tatsache, dass er aus Köln kommt, bedingt doch, dass er nach Paris geht. Er geht ja nicht nach Berlin, er hätte auch nach Berlin gehen können. Es gibt ja auch jüdische Musiker in Berlin, Meyerbeer zum Beispiel. Er geht aber nicht nach Berlin, zumal Berlin doch eigentlich die Hauptstadt des preußischen Königreiches ist, zu dem Köln gehört. Trotzdem geht er nicht hin. Er geht auch nicht nach Wien. Beethoven war nach Wien gegangen. Wohin geht er? Er geht nach Paris. Das ist Kölner Tradition. Das ist Kölner Tradition, weil ganze Generationen von jungen Kölnern nach Paris gegangen sind zum Studium, als Köln französisch war. Man ging in die Hauptstadt. Und so war es auch von Düsseldorf aus. Und das baut Ihnen eine wunderbare Brücke zu Ihrem Heine wieder. Genau, das ist immer ein Quell. Aber mich interessiert, Frau Tschunke, bei diesen Musikstücken, da sind alle Genres dabei oder es hält sich im Grunde der heitere Ton? Da ist also nicht irgendwie was romantisch Schweres dabei oder Schwermütiges. Der Grundtenor bleibt, die heitere Miniatur, das Scherzo? Ja, tatsächlich. Das liegt auch an dem Orchester, an den Orchestern, die diese Einspielungen gemacht haben. Ich kenne bis auf den Hoffmanns Erzählungen, der ist von dem Symphonieorchester eingespielt worden, sind alle anderen von den damaligen und heutigen Unterhaltungen, also dem heutigen Funkhausorchester eingespielt worden. Und von daher war das Genre schon klar. Es sind entweder kleine Salonstückchen, die man dann auch gut bei Neujahrskonzerten spielen kann. Es ist auch Kammermusik dabei, also klar, Cellostücke, Klavierstücke. Aber überwiegend sind es Werke, die unterhaltsam sind, die dann auch auf WDR 4, also... Darf man Gebrauchsmusik sagen oder ist das despektierlich? Ach, das ist dann wieder die Diskussion zwischen U und E. Und okay, lass mal das. Das ist schwierig. Also Gebrauchsmusik, es ist unterhaltsame Musik. Es sind Musikkomödien im allerbesten Sinne. Und das ist ja auch, by the way, das Schwierigste, was man machen kann. Also komische Musikwerke zu schreiben, finde ich ungeheuer schwierig. Und deswegen ist es ja auch so, man sollte ja nicht denken, es ist leicht, Offenbach aufzuführen. Ja. Das ist ja mit das Schwerste, was man sich denken kann. Wir sprechen in diesem WDR3-Forum über Jacques Offenbachs Kölner Wurzeln. Andrea Tschunke, Musikchefin, hat gerade gesprochen. Niklas Esser vom Archiv ist bei uns. Ralf-Olivier Schwarz, Offenbach-Forscher, ist auch da. Und Mario Kramp hat mich natürlich herausgefordert, der Chef vom Kölschen Stadtmuseum. Sie haben natürlich recht mit dem anderen berühmten Juden, nämlich dem Heinrich Heine. Es hat bis 1981 gedauert, bis die Stadt Düsseldorf sich zu einem Heinrich-Heine-Denkmal durchringen konnte. Die Geschichte der Heine-Denkmäler ist auch schon eine interessante Sache. Es hat bis 1987/88 gedauert, bis die Stadt Düsseldorf sich nach Heinrich Heine die Universität benannt hat. Wie ist denn das mit Offenbach in Köln? Weil ich hätte schon ganz gerne, dass wir es vielleicht hinkriegen, dass ein kleiner Impuls von heute ausgeht. Die Geschichte des Erinnerns an Offenbach, die ist ja durchaus, ich sag's mal sehr diplomatisch, moderativ, zwiespältig. Oder, Herr Kramp? Ja, wenn Sie sich die Debatten ansehen, die gelaufen sind, jetzt nehme ich dem Herrn Esser das weg vielleicht, die gelaufen sind, als es darum ging, wie benennen wir denn jetzt diesen Platz da, wo diese Oper entsteht, wo ja die Synagoge stand. Hallo, ein historisch wirklich vermintes Gebiet. Ja? Und dann kommt die SPD und sagt, wir wollen Offenbachplatz. Und dann sagt die CDU, nee, das machen wir auf keinen Fall. Das wo sind wir jetzt? Ende der 1957, 56, 57? 57. 57. So, und dann gelingt es der SPD, die CDU zu überzeugen, indem sie sagt, ja, aber der hat ja auch Hoffmanns Erzählungen gemacht. Ne? Also ernsthafte Oper, das ist die Rettung des Abendlandes. Und damit kriegt die CDU das durch und stimmt dem zähneknirschend, aber sie stimmt dem zu. Und deshalb haben wir heute den Offenbachplatz. Das ist ja nur eine ganz kleine Episode, die das illustriert, was Sie gerade genannt haben an diesem
ja, zwiespältigen. Ne? Gibt es eigentlich kein Denkmal, Herr Schwarz, oder bin ich falsch unterrichtet? Ich kenne kein Offenbach-Denkmal hier. Also ich finde es auch ehrlich, ich habe mich ja auch auf die Spuren von Offenbach hier in Köln begeben. Ich finde es total schwierig. Also am Offenbachplatz ist eine Baustelle, der Friedhof war verschlossen, da kam ich überhaupt nicht hin. Und dieses Geburtshaus, das ist eine wirklich sehr nüchterne Umgebung und da hängt diese eine Tafel. Und ich habe gedacht, mein Gott, also wenn man in Wien zum Beispiel herumläuft, da hängt überall Fähnchen und die zelebrieren ihre Künstler. Ja, wobei Wien es immerhin hinbekommen hat, auf dem Classic Hall of Fame einen Offenbach-Stern zu machen. Ja, wir haben es zum Beispiel vor dem Theater an der Wien. Also ich fände das dringend erforderlich, dass zumindest ein Denkmal, aber vielleicht würde Denkmal nicht so gut passen. Ich habe mir gedacht, ein Brunnen wäre schön. Eine Erneuerung des Gedenkens und die Form können ja vieles sein. Die können ja, das kann man ja zeitgemäß diskutieren. Das wollte ich gerade sagen. Unter Denkmal verstehen wir normalerweise, ja. In Düsseldorf, das Ding heißt Fragemal. Das war sehr umstritten Anfang der 80er Jahre, weil es eine moderne Bronze-Vexierplastik war und da hat sich der Bildhauer mächtig was eingefangen von den Traditionsvereinen in der Landeshauptstadt. Ich rede von 1981, muss man mir mal vorstellen. Ja, ja, Düsseldorf ist in manchem hinterher. Ja, hör auf jetzt. Herr Esser. ja, wie gesagt, ich würde vielleicht, das geht jetzt ins Philosophische hinein, aber was verstehen wir Stichwort denn unter Denkmal, einem Denkmal? Ja. Was verstehen wir denn darunter? Verstehen wir darunter eine Bronzestatue, die auf dem, wie in Bonn auf Münsterplatz steht? Im Grunde genommen, ja, kann man sich angucken. Oder eine Wippe, wie es Einheitsdenkmal? Ich bin ja eher der Freund, das ist jetzt eine subjektive Sichtweise des Begriffes Denkmal, dass wir hier in Köln viele Denkmäler zu Offenbach haben. Man muss sie eben nur wahrnehmen. Und ich glaube, es ist eher das Problem der Wahrnehmung dieser Denkmäler als die Denkmäler selber. Nehmen wir beispielsweise, wenn man jetzt eine klassische Gedenkplakette, die erste Gedenkplakette, die zu Offenbach meiner Kenntnis nach hier angesetzt worden ist 1920 gewesen. Entschuldigung, da muss ich dagegen, es muss vorher gewesen sein. Noch vorher, ja. Das ist auf ja Offenbachs Geburtshaus, was bereits 1870 neu gebaut wurde, war bereits verzeichnet, dass hier Jacques Offenbach gewohnt oder gelebt, also und geboren wurde. Entschuldigung. Und das wurde wahrscheinlich dann ersetzt durch eben diese Gedenkplakette 1920. Wiederum 1957, da bin ich ja eben schon mal drauf gekommen, das ist so ein bisschen das Jahr, wo man so ein bisschen auch Richtung Rehabilitierung, Wiedergutmachung, wenn man so will, geht. Da passiert relativ viel hier in Köln. Alleine der Umstand, dass die Stadt Köln den Grundstück für eine Sammlung Jacques Offenbach im historischen Archiv legt, ist doch auch ein Denkmal. In einer vielleicht etwas abstrakten Art und Weise, aber es ist ein Denkmal. Klar, die Benennung des Offenbachplatzes, wie der jetzt auch zustande gekommen ist, seien wir jetzt. Die Diskussion hatten wir in Berlin, als viele gesagt haben, wir haben 10 Jahre diskutiert, die Diskussion ist das Denkmal, aber jetzt am Ende steht dann doch da ein Holocaust-Mahnmal und da sind wir froh, dass es dazu gekommen ist. Also aber darf ich ganz kurz das noch ausführen? Es gibt weitere Denkmäler, wenn man das eben als Denkmal sieht. Nehmen wir das Glockenspiel, ja, im Ratsturm, ja. Ab 1958, glaube ich, ist das eingesetzt worden. 18 Uhr, eine wechselnde Melodien. Ja gut, es sind die sehr bekannten Melodien, Cancan, Barcarolle, okay, aber es sind dennoch, es ist eine Erinnerung, die tagtäglich an einem der zentralen Plätze in Köln stattfindet. Hat er recht? Gehen Sie mit? Jein. Ich will nochmal auf das alte auf das klassische Denkmalsbegriff will ich nochmal raus. Also wenn Sie ja sagen, es müsste ein Denkmal geben und vielleicht sollte man... Gott behüte, nur eine Anregung. Wenn Sie anregen, es könnte ein Denkmal geben, dann denke ich natürlich sofort an sowas auf dem Podest, ja, klassisches Figurendenkmal, also die Zeit ist eigentlich seit dem 19. Jahrhundert... Vorbei. So, bei Düsseldorf und Heine haben Sie eine wunderbare Sache, die geglückt ist, aber hier hat man so neobarockes Zeug wie die Edith Stein beim Erzbischof, da graust es mir ästhetisch vor, ehrlich gesagt. Also da glaube ich, da wären wir weiter, aber vielleicht wäre das ja eine Aufgabe, dass man sagt, wir machen einen intelligenten Wettbewerb. Wie könnte denn sowas aussehen? Wie könnte das denn interaktiv sein? Oder Knieps, wir fragen den Schwarz, der das von Frankfurt aussieht und vielleicht viel besser beurteilen kann. Darf ich auch ganz kurz noch zwei Denkmäler nennen? Also erstmal 1957 nochmal wird eine neue Gedenkplakette an dem Ort, wo eben das Geburtshaus stand, eingeweiht. Genau. Jetzt müssen wir einmal sagen, großer Griechenmarkt. Großer Griechenmarkt 1. Eins, okay.
Genau. Des Weiteren, Ralf-Olivier Schwarz hat es mir gerade ins Ohr geflüstert, aber es ist auch vollkommen klar, ich wollte das halt nur so ein bisschen chronologisch machen, die Rathausfigur. Jacques Offenbach ist eine von, ich glaube, 124 Rathausfiguren, die wir auf dem Rathaus stehen haben. Wie gesagt, das ist, den hat man nicht einfach so dahingestellt. Dann fällt mir noch ein weiteres ein, hatte ich gerade im Kopf. Fällt mir bestimmt. Ich sehe aber, dass Frau Schunke die Stirn in Falten legt. Ja, ich kenne das auch alles, aber ganz ehrlich, das ist ja nicht wahrnehmbar. Also ich habe in den letzten Wochen habe ich Menschen in Köln gefragt, die jetzt nicht tagtäglich mit Musik zu tun haben. Ja, kennt ihr Jacques Offenbach? Nö, kennen wir nicht, keine Ahnung. Und es gibt nur zwei Wege, dass sie dann doch irgendwann sagen, doch, ach so, man singt ihnen entweder den Cancan vor, dann sagen sie, ach ja, kenne ich, der ist das. Oder die zweite Möglichkeit ist der Offenbachplatz. Ach ja, den Offenbachplatz, den kenne ich, den kennt man. Wenn ich jetzt aber sage, das ist eine kleine Plakette an irgendeinem Haus, wo man normalerweise nie ist, oder eine Figur, wo man auch nie hinguckt, das ist unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. Deswegen bin ich schon für ein Denkmal wie oder einen Brunnen oder was auch immer. Herr Schwarz, Ihnen ist die Diskussion ja bestimmt auch vertraut. Wie denken Sie darüber? Mich freut alles, was Offenbach zunächst mal ins Bewusstsein der Leute hebt. So, und das ist ja auch der Sinn eines Denkmals zunächst mal. Jetzt, man kann sich ja diese Diskussion um Musikerdenkmäler anschauen. Die haben ja auch eine gewisse Forschungstradition aus guten Gründen. Dass man in Salzburg zum Beispiel Mozart das berühmte Denkmal 1841 dahingestellt hat, ist ja eigentlich der Hohn schlechthin. Wir wissen alle, dass Salzburg eigentlich für Mozart genau der Ort war, wo er weg wollte, und zwar möglichst schnell. Ja, moderne Bronzen und das, von Lübeck. Heute können sie ja nicht mehr durch, Salzburg gehen oder von irgendwelchen Salzburg-Mozart-Tours und ich weiß nicht was, verfolgt zu werden. Geradezu. Es ist ja furchtbar. Sie kommen in Salzburg nicht mehr an Mozart vorbei. Es funktioniert aber. Und jetzt ist viel Gutes für Mozart geschehen damit. Vielleicht sollte man das eben auch so machen. Also über die Qualität von Denkmälern kann man natürlich streiten, auf jeden Fall. Ja, also jeder hat ja auch irgendwie eine andere Art der Wahrnehmung. Ja, durchaus. Worauf ich nur hinweisen will, ist einfach der Umstand, dass häufig gesagt wird, wir haben nur den Offenbachplatz. Vielleicht wird nochmal die Gedenkplakette erwähnt. Ja, gut. Ja, rein ästhetisch, subjektiv schön finde ich sie persönlich jetzt auch nicht unbedingt. Ja. Nichtsdestoweniger. Was auch viele eben unterhalb der Wahrnehmung haben, ist, dass wir beispielsweise auch so etwas wie einen Jacques-Offenbach-Preis haben in Köln. Das wissen meines Erachtens auch die allerwenigsten. Immer wenn ich das erwähne, ist die Reaktion, okay, und das ist ein sehr schön, also jetzt meiner Meinung nach ein sehr schöner Preis. Klar, er ist vielleicht unterrepräsentiert, aber es gibt ihn. Und es ist ja im Grunde genommen doch auch eine Frage der Gesellschaft, und normalerweise, das ist jetzt meine persönliche Meinung, auch reguliert sich so etwas, wenn jemand heiß begehrt ist, ja, und eine Ikone der Stadt ist auch, reguliert sich sowas meiner Meinung nach halt auch selbst. Also die Gesellschaft macht das. Was ich gerade aufgezählt habe, diese ganzen Denkmäler, sind vor allem jene, die von der Stadt gesetzt worden sind. Ne? Und wie gesagt, andere Denkmäler wären da vielleicht auch Sachen, die eben der Rundfunkanstalt. Herr Schwarz, fällt was ein. Ich möchte nochmal den Vergleich mit Salzburg aufstellen. Es hängt schon noch mit der Wahrnehmung zusammen, wie Frau Schunke eben gesagt hat. Es ist ja schön und gut, wenn wir alle möglichen Gedenktafeln wo auch immer haben. Wir kennen die auch zu Goethe. Ich weiß nicht, wo Goethe alles war und wo überall eine Tafel hängt. Frankfurt könnte auch voll sein mit irgendwelchen Goethe-Tafeln. Er kommt bekanntlich aus Frankfurt. Das würde aber niemandem was bringen, wenn wir nicht ein Goethe-Haus hätten in Frankfurt. Das Goethe-Haus strahlt aus, nicht die Tafel XY. Das Gleiche gilt für Salzburg eben. Da könnten sie auch alle möglichen Tafeln irgendwo aufstellen. Was ausstrahlt am Schluss, ist auch nicht mal unbedingt das große Salzburger Mozart-Denkmal, das ich eben erwähnt habe. Denn das Mozart-Denkmal war ja nur der Einstieg in eine ganze Gedenkkultur, Erinnerungskultur. Und zwar eine Einstieg. Ja, darauf wollte ich hinaus. Also genau, ich klebe, weiß Gott, nicht an irgendeinem Bronzedenkmal auf einem Steinpodest, sondern nein, die Frage der Erinnerung treibt mich um. Und die Erinnerungskultur, die mit dem Mozart-Denkmal begründet wurde, war eine institutionelle. Es ist das Mozarteum gegründet worden dadurch. Das Mozarteum, was im Grunde genommen Konzertverein heute ist, aber eben auch Forschungseinrichtung, Gedenkeinrichtung im weitesten Sinn. Es geht nicht darum, Menschen auf einen Sockel zu heben und sie abgöttisch anzubeten. Das ist auch bei Mozart falsch, ja? Zumal in Salzburg, wie gesagt. Aber es geht darum,
das, was diese Menschen ja bewirkt haben, vielleicht in der Gegenwart zu transportieren. Und in Salzburg ist es nun mal Gegenwart und nicht nur in Salzburg. Mein Gott, schauen Sie doch mal, wo alles Mozart gespielt wird. Was Mozart offensichtlich, mozartsche Musik bewirkt bei vielen Menschen. Und es ist offensichtlich was jahrhundertelang funktioniert. Und wenn ich jetzt natürlich ketzerisch wäre, würde ich sagen, wir brauchen gar kein Denkmal, weil Offenbach immer noch genauso gut funktioniert scheinbar. Aber vielleicht eben doch nicht in Köln. Wir können offensichtlich nicht an Offenbach erinnern. Zumindest glaubt Frau Czunko, Sie haben es eben gesagt, kein Mensch kann sich daran erinnern. Das geht ja in die gleiche Richtung wie das, was die Offenbach-Gesellschaft ja, aber es gibt ja einfache hat, Stützen. Hat. Also es gibt in vielen Städten sowas, was ich in Boston, im Freedom Trail, da gehen sie auf so einer roten Spur an den Ereignissen der Freiheitsbewegung entlang. Sowas ist im Internetzeitalter ja einfach zu machen mit einer einfachen App, wo man die historischen Orte besucht. Dann ist man weg von der Denkmalsidee, hat aber trotzdem einen bunten Strauß aus Erinnerungsorten und Möglichkeiten. Oder, Herr Esser? Ja, es tut mir leid, ich bin gerade immer noch bei dem Gedanken hier, ich kann gleich gerne dann nochmal darauf Bezug nehmen, aber eine Sache wollte ich halt nochmal sagen, was ich gerade meinte mit die Gesellschaft oder die Menschen einer Stadt regulieren auch ein Denkmal oder eine Erinnerung an einen Menschen, und da muss man doch eindeutig sagen, das geschieht doch dieses Jahr durch die Offenbach-Gesellschaft und zwar prospektiv. Ja, 2015 gegründet, im Dezember 2015 gegründet, hat man eine enorme Kraftanstrengung unternommen, um einem Kölner, ja, gebürtigen Kölner, ein Denkmal im Hinblick auf ein Jubiläumsjahr zu geben. Das müssen wir doch auch irgendwie wahrnehmen. Wir können doch nicht sagen, ja, das ist ja alles Maskerade oder so. Nein, das ist aus tiefster Seele. Und man muss vielleicht auch dann, wenn es dann darum geht, um die Frage geht, wie können wir vielleicht noch tiefer gehen, wie können wir das in der Gesellschaft noch mehr verwurzeln, damit es nicht weiter reguliert. Was ich ganz hervorragend finde, ist, dass sich so viele Schulen auch beteiligt haben am Offenbach-Jahr. Nicht nur das, vor allem auch die Museumsleute. Ich gucke die ganze Zeit auf eine gelbe Broschüre. Ja. Der Katalog ist zu einer Ausstellung, Mario Kramp, die Sie zusammen mit Ralf-Olivier Schwarz gemacht haben. Jacques Offenbach, das ist zum Beispiel auch eine Sache, indem man dokumentiert in Form von Ausstellungen und die vielleicht sogar auf Wanderschaft schickt? Ja, natürlich. Das war ja das Konzept. Also hier, 8 Euro hinten am Tisch. Das ist der Werbeblock gewesen. Nein, im Ernst. Das fängt ja erstmal mit Aufklärung an, sowas. Ich glaube da wirklich daran, auch wenn dieser Glaube manchmal verwegen erscheint angesichts mancher Umtriebe unserer modernen Gesellschaft. Ich glaube, man muss so anfangen, wie Sie es gerade gesagt haben, Herr Esser. Die Schulen beteiligen, eine Wanderausstellung machen, sowas hier vorlegen, sowas wie Sie aus dem Archiv ausbuddeln, unter die Leute bringen. Wir werden das niemals verordnet machen können. Insofern glaube ich auch nicht an die Abendlandsfraktion, wenn Sie so möchten, dass wir jetzt sagen, so, wir beschließen, wir machen jetzt ein Denkmal. So funktioniert das nicht. Es funktioniert subkutan und von unten. Ich glaube, das ist der einzige Weg. Darf ich mal da direkt einhaken? Wir müssen ja auch noch bedenken, dass wenn man ein Denkmal macht, schwingt ja nicht nur mit, wir gedenken dieser Person. Das schwingt ja auch mit, welches Bild man von einer Person hat. Und da war die Zeit schlichtweg, glaube ich, bislang noch nie reif genug dafür, ein Denkmal Jacques Offenbach hier zu setzen. Was hatten wir denn für ein Offenbach-Bild? Wir hatten entweder den Amüseur des Kaiserreichs, wollen wir da wirklich ein Denkmal hinsetzen? Oder wir hatten den frivolen Vaterlandsverräter, wollen wir da ein Denkmal hinsetzen? Die jüdische leichte Muse, als die Operette schlechthin verschrien war. Genau, also was wollen wir da als Denkmal bitte schön setzen? Also da hätten wir uns ja wirklich ins eigene Knie geschossen. Nee, das bringt alles nichts. Es ist die Frage der Lesart Offenbachs. Was für einen Offenbach haben wir eigentlich? Und das ist eben auch die Frage dieser Diskussion hier. Reicht es einfach nur auf Kölner Wurzeln zurückzugehen und zu sagen, naja, also Kölscher Jung, Entschuldigung, dann machen wir halt einen Karneval draus und gut ist. Oder wir machen Radiokunst, ja, eine Klangbrücke, Köln-Paris, ne? Sowas hat es ja auch schon mal gegeben, Köln-San Francisco und sowas, in der Radiokunst hat es das alles schon gegeben. Im Grunde genommen müssten wir wirklich diskutieren, welchen Offenbach wollen wir eigentlich abbilden, und da führt, ich glaube, da sind wir uns auch einig, kein Weg daran vorbei, dass der von mir aus Kölner ist, klar, aber er ist halt auch Europäer, da führt doch kein Weg dran vorbei. Das heißt, wenn wir hier ein Offenbach-Denkmal machen wollten, dann wäre es natürlich auch ein Europa-Denkmal.
Auch da führt kein Weg dran Sehe vorbei, zumal in so einer Stadt wie Köln. Ich meine, auch. Adenauer kommt von hier, hallo. Aber das Entscheidende, Frau Tschunke, ist erstmal, ich sage mal, vor dem Auslegen kommt das Vorlegen. Also ich glaube, erstmal Archivarbeit, erstmal sagen, es gibt, weiß Gott, viel, viel mehr als die beiden Großhits, ne? Also als Hoffmanns Erzählung und Pariser Leben, die zu Recht lange aufgeführt wurden. Aber jetzt ist doch, glaube ich, ein Wendepunkt auch in diesem Jahr, auch durch den Beitrag auch von WDR, zu sagen, Kinder, guck mal, hier gibt es das. Gibt es irgendeine Idee, ihrerseits vielleicht das auch zu dokumentieren oder zu sagen, guck mal, wir haben jetzt damit angefangen, macht ihr mal weiter. Also es ist natürlich toll, wenn man das aus dem Archiv holt, aber es, wie wir sagen, es versende sich natürlich dann auch rasch. Ja, also ich habe eben schon die ganze Zeit bei der Diskussion gedacht, das ist natürlich schön und für Köln wäre es toll, wenn wir Erinnerungsorte an Offenbach haben. Aber in erster Linie, finde ich, ist doch wichtig, dass wir herausragende musikalische und künstlerische Erlebnisse mit Offenbach haben. Also ich finde, die Erinnerung an Offenbach, das muss ins Heute gezogen werden. Richtiger Punkt, dass wir nicht der Gefahr des Personenkults erliegen, ne? Genau, und da haben wir jetzt beim WDR in diesem Jahr, liefern wir auch einige Dinge dazu. Also wir haben Künstler, die kreativ mit Offenbach umgehen. Wir haben zum Beispiel einen Jazzer, der zu Offenbach oder über Offenbach Kompositionen schreibt. Das ist natürlich ein ganz aktueller Ansatz, dass er sagt, okay, eine Auftragsarbeit? Ich gehe jetzt mal, ja, das ist Wolfgang Schmidtke, der Offenbach Goes Jazz ein Projekt macht und das zeigt, dass Offenbach also heutigen Künstlern auch was zu sagen hat, dass sie damit auch umgehen können. Und dann bilden wir die aktuellen Theaterarbeiten, die jetzt in der Stadt schon passiert sind, wie die Geroldstein oder Barkhof, die noch kommen werden, auch ab im Radio. Und das ist das, worauf wir... Das sind Opern, Herzogin von Geroldstein ist gerade aufgeführt worden an der Kölner Oper. Also so lebt ein Künstler. Wir haben ja nichts davon, wenn wir den Offenbach jetzt nur auf einem Podest stellen oder ein Museum und so weiter, sondern es ist etwas, was uns heute noch beglückt und was zu sagen hat. Aber man muss ihn trotzdem kontextualisieren. Man kann nicht einfach nur, meiner Meinung nach, nicht einfach nur immer nur die, also nur die Musik hinstellen. Man muss im Grunde genommen das ganze Lied trällern, sage ich jetzt mal. Also auch den Menschen Offenbach mit berücksichtigen. Und ich möchte auch nochmal hinzufügen, dass aus musikwissenschaftlicher Sicht natürlich wir ein ganz gewaltiges Problem haben, wenn wir nur so mit Offenbach umgehen. Nämlich, wir haben schlicht und ergreifend im Grunde genommen den falschen Offenbach vor uns sehr häufig. Gerade bei diesen alten Aufnahmen ist doch häufig ein Material verwendet, was in letzter Hinsicht eigentlich aus wissenschaftlicher Sicht nicht brauchbar ist. Es wurden damals immer noch auch Aufnahmen gemacht von, ich weiß nicht, Christopher Columbus oder anderen, der Goldschmied von Toledo. Das waren, das wurde lange Zeit noch, das können Sie auch noch nachlesen, Operetten führen, das stammt von Offenbach. Ja, Entschuldigung, es gibt keine Operette oder kein Werk von Offenbach, was je so genannt worden ist. Das sind Pastichos, das sind Stücke, die zusammengeklaubt wurden in den 20er Jahren. Da hat man irgendwelche unbekannten Offenbach-Werke genommen, hat dann einen wunderbaren neuen Text dazu geschrieben und gut war's. Und dann war es plötzlich Offenbach. Das ist aus wissenschaftlicher Sicht im Grunde genommen ein Fiasko. Es ist rezeptionshistorisch interessant, aber wenn wir so argumentieren, immer nur ihn reaktualisieren und wir machen ja Kunst daraus, dann kommen wir im Grunde genommen in die Falle der Geschichtslosigkeit. Es gibt zahllose Orte, für die es ein Denkmal nicht braucht, aus denen sich aber vielleicht ein mentales, akustisches, wie auch immer geartetes Denkmal errichten lässt, wenn man sich denn auf die Spuren macht. Mit Blick auf die Uhr mache ich hier einfach mal einen Punkt und danke zur einer Diskussion im St. Clara Keller zu Köln, Offenbachs Kölner Wurzeln in Zusammenarbeit mit der Kölner Offenbach Gesellschaft, im Kölnischen Stadtmuseum und dem Kulturradio WDR 3. Andrea Tschunke, die Musikchefin von WDR 3, Niklas Esser vom Historischen Archiv der Stadt Köln, Ralf-Olivier Schwarz, Offenbach-Forscher und Musikwissenschaftler, Mario Kramp vom Kölnischen Stadtmuseum und durch die Sendung führte bis hierhin Michael Köhler. Vielen Dank für Ihre Geduld.